Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute mal wieder persönlich da, das heißt, ich spreche mit euch und erkläre ein bisschen wieder, was ich mache. Ein ganz einfaches Bild insofern: einen Swipe und danach mit der Kette oder mit einer Kette, die ihr hier seht, weiß, Linie nachgezogen. Kommt ganz gut. Ich habe alles ohne Silikon gemacht. Allerdings hatte ich in meinem Swipe-Gerät wahrscheinlich noch etwas Silikon drauf, aber das ergab einen guten oder schönen Effekt. Dann lasst uns machen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und dann bis gleich. Gut, ich habe hier eine Kette. Ist aus so aus einem Euroladen eine ganz günstige Kette. Ich glaube Weihnachtszubehör. Ich habe hier so einen Wischer fürs Bad, den nehme ich praktisch für den Swipe nachher. Das brauchen wir nämlich auch noch. Dann weiß einen großen Becher. Schwarz nur als dezente Farbe. Dann gelbgrün und kirschrot. Habe die Farben einfach wieder mit Vinylkleber und etwas Wasser angerührt. Ein bisschen dünner gemacht wie sonst, aber das Mischverhältnis stimmt sonst. Okay, mache jetzt hier im Prinzip, versuche wie so blumenartig, also in Anführungsstrichen blumenartig, fange mit Rot an, reiß mit Grün und zwischendurch etwas Schwarz. Also bedecke nicht das ganze Bild. So, dann das Gelbgrün. Kann vielleicht noch einen Tropfen innen rein machen. Und jetzt etwas Schwarz, also nicht zu viel. So, jetzt fängt es an zu regnen. Mach vielleicht noch etwas Rot außenrum. So. Stell mal die Farben weg. Jetzt kommen wir zum Weiß. Das natürlich außenrum komplett bedecken. Da braucht man etwas natürlich mehr Farbe. Okay, schauen wir, dass wir die Ränder auch gleich voll bekommen. Okay, etwas Küchenrolle am besten. Und dann könnt ihr den oder das Gerät, was ihr nachher nehmt zum Swipen, einfach aber abwischen. Soll ja keine Farbe drin sein. Gut. Dann fange ich in der Mitte an. Wobei ich ein kleines Bild habe. Ich weiß gar nicht, ist jetzt 40 auf 30, dann kann ich zwei Bahnen nehmen und ganz leicht drüber nur. Sollte halt weiß bedeckt sein, aber die Farbe nicht zu arg verschmieren. Ich höre jetzt bewusst auch hier auf, weil ich dann noch einmal mit weiß drüber gehe. Schön sauber machen, damit ihr keine Farbe jetzt hier am Rand drin habt. So, das was ihr jetzt hier seht, sind eigentlich nur Luftbläschen. Und jetzt nehme ich den Rest Farbe Weiß noch.
damit wir einfach die Farben ein bisschen verteilt haben. Jetzt habe ich sie erstmal darüber gezogen und da ist wahrscheinlich dann gar nichts. So. Wenn man ein bisschen sieht, ist auch nicht schlimm. So, das ist schon mal gut. Meistens habt ihr hier ein bisschen weniger Farbe, hier ein bisschen mehr Farbe. Um das auszugleichen, lasse ich es immer noch leicht mal laufen. Jetzt bei diesem Bild nicht zu arg. Nur, weil sonst verteilen wir die Farbe zu arg, aber hier läuft es nicht wirklich richtig. Naja, egal. So. Also ich habe auch kein Silikon drin, auch wenn es so aussieht, komischerweise. Es kann natürlich jetzt passieren. Oder passiert sein, dass auf meinem Swipe-Gerät, sage ich jetzt mal, etwas Silikon noch drauf war. So sieht es nämlich gerade auch aus. Aber gut, passiert. Vielleicht auch gar nicht so schlimm. Wir schauen mal, was rauskommt. Ihr wisst ja, ich teste immer gern. Aber ja, doch, da war Silikon dran. Schande. Naja, passiert. Okay, jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Punkt. Nehme ich jetzt die Kette und setze sie immer außen ein bisschen an und ziehe die dann wieder raus und danach immer gut wieder abputzen. So, ich fange jetzt aber mehr mal in der Mitte an. So. Einmal. Die Kette ist etwas schwer. Natürlich von der anderen Seite auch. Nehmen da einiges an Farbe mit, sehe ich gerade. So, ich setze jetzt hier nochmal an. Hier auf dieser Seite ist mir noch ein bisschen zu hell auch. Schauen wir mal, dass wir hier noch was rüber bekommen.
Was mir jetzt nicht gefällt, ist hier diese Zelle. Jetzt schaue ich mal, ob man hier noch. Okay. Ich denke mal, ich werde das jetzt auch so lassen, weil sonst wieder zu viel. Aber es gibt auch schöne Netzzellen teilweise. Ja, ich finde, das passt eigentlich schon. Ihr kennt mich ja, ich mache manchmal immer zu viel. Darum lasse ich das jetzt so. Gut. Ihr könnt das jetzt immer noch mit einem Stäbchen noch nachbearbeiten. Gerade mit so einem Stäbchen, ihr kennt es ja, da sind keine Grenzen gesetzt. Wenn euch was nicht gefällt. Oder hier noch ein bisschen rausziehen. Vielleicht hier noch ein bisschen Grün reinbekommen. Aber ich werde jetzt gar nicht mehr so viel machen. Nee, das passt. Okay, das war's dann eigentlich schon. Kette wieder putzen. Und dann würde ich sagen, ich zeige es euch wieder von nahem. Dann bis gleich. So Freunde, jetzt wird das Bild von nahem. Also ich habe gemerkt, es hat doch was für sich, also was Gutes, dass das Silikon drin war. Sollte sich jetzt halt nicht mehr zu arg ausdehnen. Hier haben wir den hellen Bereich. Und jetzt kommen wir hier. Zum dunkleren Bereich, ihr seht auch hier die schönen Netzzellen. Also wie gesagt, mit Silikon gar nicht so schlecht, aber natürlich nicht in die Farbe rühren, weil sonst habt ihr zu viel. Dann würde ich vielleicht noch mal was ausprobieren. Das ist schon cool. Okay, dann hoffe ich, euch hat es wieder gefallen. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüss.